Ein Spielleiter zu sein ist ein tolles Erlebnis. Man entführt Spieler in eine Welt voller Drachen, Magie und Geheimnisse und lässt sie Teil einer epischen Geschichte werden. Allerdings gibt es hier ein Problem. Vorgefertigte Abenteuer und existierende Welten schränken die Kreativität von Spielleitern ein, weil viele Dinge vorgegeben sind, auch wenn der Spielleiter vielleicht bessere Ideen hätte. Beispielsweise finde ich persönlich die World of Darkness mehr oder weniger unspielbar, weil jede Kleinigkeit vollständig definiert ist. Und das teilweise widersprüchlich, wenn man jeden Quellenband als 100% wahr ansieht. Also ist es nur natürlich, eine eigene Welt erschaffen zu wollen. Es ist aufregend, zum Schöpfer eines eigenen Settings zu werden. Eine Welt, die nur deinem Willen unterliegt, deren Wohl und Wehe allein deiner Macht zu verdanken sind. Das Problem dabei ist, dass eine funktionierende Welt zu erschaffen relativ kompliziert ist und man immer etwas finden kann, was man noch verbessern könnte. Aber wenn man mit dem Gedanken spielt, eine eigene Welt zu erschaffen und man bereit ist, die nötige Arbeit zu investieren, ist die Frage weniger, kann ich eine eigene Welt erschaffen, sondern vielmehr, wie erschaffe ich eine eigene Welt? Und das ist nicht so klar umrissen, wie man meinen sollte. Versteht mich nicht falsch, wenn ihr nach Worldbuilding sucht, werdet ihr hunderte von Designern und Autoren finden, die euch Methoden zur Erschaffung einer eigenen Welt erklären. Allerdings gibt es dabei ein großes Problem. Worldbuilding ist eher eine Kunst als eine Wissenschaft. Und auch wenn man die ungefähre Vorgehensweise grob festhalten kann, ist der kreative Prozess für jeden anders. Und es ist nicht immer gesagt, dass man sich an die Richtlinien halten muss, um eine gute Welt erschaffen zu können. Beispielsweise ist der Herr der Ringe die Blaupause für einen Großteil der modernen Fantasy. Und einer der Hauptgründe dafür, warum Fantasy heutzutage so ein großer Markt ist. Aber Tolkiens Art des Worldbuildings ist das genaue Gegenteil von allem, was man neuen Schreibern empfiehlt. Also werde ich hier nicht wie im Regelvideo einen festen Plan vorgeben, sondern ich werde euch ein paar Methoden präsentieren, die ihr kennen solltet. Und ich werde euch ein paar Probleme zeigen, auf die ich selbst gestoßen bin. Und dann könnt ihr selber aussuchen, was für euch interessant ist und was nicht. Und auch wenn beim Setting-Design Regeln eher als ungefähre Richtlinien zu betrachten sind, gibt es eine Regel, die man im Hinterkopf behalten sollte. Und die beim Setting-Design und beim Regeldesign gleich ist. Das bedeutet, dass das Wichtigste bei der Erstellung eines Rollenspiels die Zielsetzung ist. Und natürlich, dass auf das Ziel hingearbeitet wird. Was bedeutet, dass sowohl das Setting als auch die Mechaniken dieses Ziel unterstützen und ihm nicht im Weg stehen sollten. Also behalten wir unsere Zielsetzung im Hinterkopf. Aber was jetzt? Auch wenn ich gesagt habe, dass die Regeln beim Worldbuilding eher ungefähre Empfehlungen sind, finde ich, dass der Kobold's Guide to Worldbuilding die allgemeinen Regeln und Richtlinien, die im Netz rumschwirren, recht gut zusammenfasst. Also werde ich die ersten drei Kapitel in diesem Video behandeln. Natürlich gebe ich euch nicht nur, was im Buch steht. Ich nehme das Buch einfach, um einen Rahmen zu schaffen, in dem ich über verschiedene Vorgehensweisen und Denkarten philosophieren kann. Außerdem kann ich so das Videoformat mal endlich sinnvoll nutzen. Und wenn ihr dieses Buch einmal zufällig irgendwo finden solltet, wäre es vielleicht ratsam, es euch zu holen. Es ist zwar kein ultimativer Leitfaden, aber es bietet meiner Meinung nach eine sehr gute Grundlage. Und nachdem wir das geklärt haben, fangen wir mit dem ersten Kapitel an. Ein Teil des ersten Kapitels, What is Setting Design von Wolfgang Bauer, habe ich im letzten Video schon behandelt. Also sollte ich dieses Kapitel relativ schnell abwickeln können. Zunächst einmal finden wir hier das Ziel des Settings. Und es ist wohlgemerkt nicht dasselbe wie eure Zielsetzung. Eure Zielsetzung ist das Thema, das euer Setting speziell haben soll. Die Seele des Settings, wenn ihr es dramatisch ausdrücken möchtet. Während das Ziel des Setting-Designs, wie Bauer es definiert, eher eine allgemeine Checkliste ist, was jedes Setting enthalten sollte, um als Grundlage eines Rollenspiels funktionieren zu können. Was im Grunde einfach heißt, dass man den Spielern und den Spielleitern Auswahlmöglichkeiten geben muss, um Charaktere und Geschichten zu erschaffen. Und man sollte Konfliktquellen und Motivation für Helden und Bösewichte erschaffen. Ich glaube, Fullmetal Alchemist ist da ein gutes Beispiel. Alchemie und dessen Gesetze und Tabus sind bekannt und werden im Setting erklärt. Die Funktion des Steins der Weisen ist ebenfalls klar. Und die Motivation der Protagonisten und Antagonisten bauen auf diesen Elementen auf oder haben zumindest etwas damit zu tun. Aber die Zielsetzung lässt sich eher als Hard Magic System in den 1920er Dark Fantasy beschreiben. Oder philosophische Betrachtung von Transhumanismus in einer urbanen Fantasy-Welt. Oder realistisches Magiesystem im industriellen Fantasy-Deutschland. Oder die Reise des sexiesten Mannes aller Zeiten. Oder warum hat Macht... In diesem Kapitel wird außerdem darauf eingegangen, wie weit Worldbuilding gehen sollte. Bauer vertritt hierbei die Auffassung, dass man beim Worldbuilding nur das unbedingt Nötigste erschaffen sollte. Und zu einem gewissen Grad gebe ich ihm dabei recht. Einfach weil, so wie er selbst sagt, wenn alles definiert ist, ist es ein Albtraum für Spielleiter. Der Grundgedanke dahinter ist, dass wenn man alles ausdefiniert, es keine Geheimnisse mehr gibt, die Spieler entdecken könnten. Und es gibt keine Lücken mehr, in denen der Spielleiter eigene Ideen einfügen kann. World of Darkness.
Oder anders gesagt, wenn alles bekannt ist, ist die Welt langweilig. Allerdings solltet ihr beim Worldbuilding immer davon ausgehen, dass potenzielle Spieler wahnsinnig und bösartig sind. Oder in anderen Worten, auch wenn ihr abgemacht habt, dass die Runde in einer Wüste stattfindet, gibt es immer einen Spieler, der einen arktischen Druiden spielen will. Das bin meistens ich. Oder um es weniger dramatisch auszudrücken, Pen & Paper ist interaktives Storytelling. Und ihr müsst darauf vorbereitet sein, dass Spieler etwas tun wollen oder zu einem Ort reisen wollen, der nichts mit der Hauptquest zu tun hat. Also wäre es sinnvoll, Dinge zu einem gewissen Grad zu definieren. Ich persönlich halte es so, dass ich zu jedem potenziell wichtigen Ort und Ereignis des Settings etwa eine halbe Seite an Notizen und Stichpunkten habe. Was diese Orte und Ereignisse genau sind, hängt dabei immer vom Setting ab. Wenn ihr beispielsweise eine Stadt als Sandbox erschaffen wollt, wäre es sinnvoll, wenn ihr euch Notizen zu den wichtigsten Institutionen und Orten innerhalb der Stadt macht und weniger stark auf äußere Einflüsse eingeht. Wenn euer Setting allerdings ein Kontinent oder eine ganze Welt sein soll, sollten eure Notizen aus Informationen zu den verschiedenen Staaten und Völkern bestehen und nur dann Informationen zu gewissen Städten enthalten, wenn sie für die Kampagne notwendig sind. Eine gute Faustregel ist, dass ihr die Welt so weit definiert haben solltet, dass ihr sie darstellen könnt. Aber sie so offen ist, dass neue Ideen einen Platz finden können. Und weil das recht schwammig ist, gebe ich euch ein Beispiel. Wenn ihr eine halbe Seite zu Zwergen geschrieben habt, werden die Notizen Sachen wie Scheidung, Nahrungsgebräuche und Mode höchstwahrscheinlich nicht mit abdecken. Aber wenn sich die Spielercharaktere in einer Zwergenstadt befinden oder einer der Charaktere ein Zwerg ist, könnten diese Sachen wichtig werden. Also könnt ihr diese Sachen von dem ableiten, was ihr über eure Zwerge wisst. Die Zwergen beten primär eine Gottheit der Steinmetze an, also wird die Ehe als ewiger Stein gesehen, der nicht zerschlagen werden darf. Eine Scheidung könnte als Schmach gesehen werden, weswegen der Verantwortliche für die Scheidung an Ansehen und Status verlieren würde. Und schon habt ihr einen weiteren Teil der Kultur erschaffen, ohne dass ihr lange nachdenken musstet. Solange ihr ein Gefühl für eure Länder und Völker habt, solltet ihr euch keine Sorgen darum machen, alles genau zu definieren. Geht einfach sicher, dass ihr neue Erkenntnisse aufschreibt. Und jetzt ein Wort zur Geschichte eures Settings. Ihr solltet euch primär auf die Gegenwart konzentrieren. Einfach weil das die Zeit ist, in der eure Handlung stattfindet. Daher solltet ihr euch, wenn ihr die Geschichte eurer Welt aufschreibt, darauf konzentrieren, Potenzial für Konflikte, Motivation und Kampagnen zu erschaffen. Das wäre übrigens eines der Beispiele, wo Tolkien suboptimales Worldbuilding betreibt. Einfach weil das Silmarillion zwar an und für sich relativ interessant ist, aber nicht wirklich etwas zum Herrn der Ringe oder dem Hobbit beiträgt. Ich meine, ja, das Setup für Handlungen und Motivation ist da, aber es ist so viel drum um zu, was Tolkiens eigene Romane nicht gebraucht haben, um zu funktionieren. Auf der anderen Seite macht Dark Souls es mit der Story recht gut. Die Grundlagen der Weltgeschichte werden in etwa 5 Minuten zusammengefasst. Man erlebt als Spieler die Auswirkungen davon hauptsächlich passiv, also durch die Umgebung oder durch die Feinde, denen man begegnet. Also auch hier gilt, schreibt genug, damit es funktional ist und damit man ein Gefühl für die Welt bekommen kann. Aber haltet euch nicht unnötig mit Details auf, die ihr im Spielverlauf nicht benötigt. Versteht mich nicht falsch, wenn ihr gerne ein eigenes Silmarillion schreiben wollt, dann lasst euch nicht aufhalten. Aber ihr solltet euch darüber im Klaren sein, dass es für viele Leute abschreckend sein kann, sich erst durch 10.000 Jahre detaillierter Geschichte lesen zu müssen, bevor man eine Runde spielen kann. Ich überspringe kurzweilig das 2. Kapitel und mache gleich mit dem 3. Kapitel weiter, weil es von der Vorgehensweise her besser passt. Denn im 3. Kapitel geht es um Worldbuilding-Methoden. Beim Bauen des Settings gibt es primär 3 allgemein empfohlene Vorgehensweisen. Von innen nach außen, von außen nach innen und die Mischung von beidem. Um zu erklären, was damit genau gemeint ist, Worldbuilding von innen nach außen bedeutet, dass man mit einem Detail anfängt und darauf aufbaut. Während Worldbuilding von außen nach innen mit den groben Zügen beginnt und sich von dahin zu den Details vorarbeitet. Und die Mischform ist logischerweise eine Mischung aus beidem. Um zu erklären, was hier genau gemeint ist, hier ein paar Beispiele. Ich habe eine Idee für Goblins. Goblins können sich mit allen Lebewesen paaren und dadurch entstehen die verschiedenen Arten von Goblins, Kobolden, Redcaps und das ganze andere Zeug. Wenn ich diese Idee weiter ausbauen will, muss ich mich fragen, wie das in die Welt passt. Und kann ich die Welt damit genauer definieren? Wenn ich den Ursprung der Goblins definiere als wütende Naturgeister, die vor vielen Generationen in Tiere gefahren sind, habe ich damit festgelegt, dass Naturgeister existieren und dass sie Lebewesen in Besitz nehmen können. Wenn ich mir überlege, dass Goblins deswegen logischerweise Dörfer und Siedlungen angreifen würden, muss ich mir überlegen, wie die Einwohner darauf reagieren würden. Und dadurch bekomme ich ein Gefühl dafür, wie Dörfer aufgebaut sind. Ich glaube, ihr seht, wie das funktioniert, oder? Man beginnt mit einer Idee und die daraus resultierenden Fragen und Ideen definieren die Welt von dieser Idee ausgehend. Beim Design von außen nach innen fängt man logischerweise mit etwas Großem wie einer Wüste an und arbeitet sich von da in die Details des Settings vor.
einfach indem man Fragen, die sich auftun und deren Folgefragen beantwortet. So arbeitet man sich von der Lage zum Ökosystem, zu den Völkern, zu den Kulturen, zu den Siedlungen, zum schließlich täglichen Leben vor. Nicht unbedingt in dieser Reihenfolge, aber ihr versteht das Konzept. Und bei der Mischung aus beiden kombiniert man beide Methoden. Dabei muss man allerdings darauf achten, dass die einzelnen Ideenketten anschließend auch zusammenpassen und denselben internen Regeln der Welt folgen. Aber im Grunde ist zu sagen, dass es euch überlassen ist, wie ihr eure Welt erschaffen wollt. Das sind nur die Methoden, die für mich persönlich recht gut funktioniert haben und von vielen Autoren empfohlen werden. Brandon Sanderson hat seinerseits eine Methode, die ich sehr interessant finde und die im Grunde aus zwei Elementen besteht. Der erste Teil ist das Eisberg-Konzept und es ist relativ simpel. Es besagt einfach, dass Worldbuilding aufgebaut sein sollte wie ein Eisberg. Ihr habt einen gewaltigen Berg an Informationen und Konzepten, aber ihr müsst nur einen sehr kleinen Teil davon wirklich zeigen. Das beinhaltet unter anderem, dass man sich einzelne Punkte rauspickt und dann die ersten 3-4 Fragen beantwortet, die jemandem dazu in den Sinn kommen könnten. Man muss diese Antworten nicht rausposaunen oder notwendigerweise irgendwo einbauen, aber man sollte es im Hinterkopf behalten. Als Beispiel könnte ich hier Lock Horizon nennen, ein Anime, in dem die Spiele eines MMOs in die Spielwelt gezogen werden. Also in anderen Worten Sword Arts Online, aber gut. Eines der Hauptthemen dieses Animes ist, wie unterscheiden sich die Spielmechaniken von dem, was die Spieler jetzt erleben. Und beispielsweise sieht man, dass Skills zwar immer noch übers Menü ausgeführt werden können, aber es effektiver und einfacher ist, wenn man die Skills tatsächlich selber ausführt. Und in Hinsicht auf Nahrung, Ingame-Events und die Limitierung des Systems wird dieses Konzept ebenfalls erforscht. Der zweite Teil dieser Methode ist es, Worldbuilding in physische und kulturelle Elemente aufzuteilen und dann eine Handvoll dieser Elemente zu wählen, auf die man sich konzentrieren möchte. Und wenn es sich anbietet, kann man auch erkunden, wie diese Elemente zusammenhängen. Dabei hilft es, Dinge auszusuchen, über die man bereits zu einem gewissen Grad Bescheid weiß und zu denen man eine gewisse Verbindung hat. Das wäre im Grunde eine Erörterung der Zielsetzung, diesmal allerdings größtenteils auf das tatsächliche Worldbuilding und weniger auf das System bezogen. Ein gutes Beispiel für diese Art des Worldbuildings wäre Avatar. Der Fokus von Avatar liegt auf dem Elementebändigen, dem Krieg, der Geografie und den verschiedenen Kulturen. Also konzentriert man sich beim Worldbuilding auf diese Elemente und kann sich genau überlegen, wie sie zusammenhängen. Beispielsweise sieht man in der Architektur, Kultur, Mythologie und Kriegsführung der jeweiligen Nationen genau, wie sich die Fähigkeit, bestimmte Elemente zu bändigen, auswirkt. Omashu hat ein komplexes System von Rampen und Wagen, die mit Erdbändigen betrieben werden. Eine Gruppe innerhalb der Feuernation verehrt die Drachen als die ersten Feuerbändiger. Und bei der Invasion des Nordpols hat die Feuernation den Geist des Mondes getötet, um die Wasserbändiger wehrlos zu machen. Eine Art des Worldbuildings, die beispielsweise Löffel für seine Sandboxen benutzt, werde ich einfach mal als Spinnennetz bezeichnen. Dabei beginnt man mit einem Thema für die Sandbox und brainstormt Ideen, die in dieses Thema passen würden. Und filtert dann die Ideen raus, die der Zielsetzung und dem Thema oder einfach dem Feeling im Weg stehen. Anschließend verbindet man die übrigen Ideen logisch miteinander und füllt dann die Lücken aus, die noch da sind. Bei dieser Methode müsst ihr allerdings darauf achten, dass die Ideen logisch zusammenpassen. Und zumindest meiner Meinung nach ist diese Methode eher für Sandboxen und Städte geeignet als für komplette Settings. Allerdings kann diese Methode auch für komplette Welten genutzt werden, wenn man nicht zu sehr ins Detail geht und den Rest später zusammen mit den Spielen ausarbeitet. Aber ihr merkt, das ist der Punkt, wo die verschiedenen Worldbuilding-Methoden beginnen ineinander zu verlaufen. Wie gesagt, Worldbuilding ist eine Kunst und keine Wissenschaft. Jeder macht es ein wenig anders. Und diese Methoden sind eher ungefähre Leitfäden, von denen ihr nehmen könnt, was für euch funktioniert und den Rest einfach vergesst. Im zweiten Kapitel des Kobold Guide geht es darum, dass verschiedene Designer verschiedene Arten von Worldbuilding betreiben. Die drei Gruppen, die hier benannt werden, sind Schriftsteller, Game Designer und Spielleiter. Die Schriftsteller haben hier, wie zu erwarten war, den kürzesten Abschnitt. Denn für Autoren ist das Setting mehr oder weniger der Hintergrund, vor dem die Geschichte erzählt wird. Worldbuilding existiert für die Leser aktiv nur dann, wenn es die Charaktere in der Story betrifft. Alles andere ist bestenfalls schmückendes Beiwerk. Allerdings kommt hier wieder Sandersons Eisberg zum Greifen. Das Worldbuilding aus Sicht des Lesers mag nur stattfinden, wenn es die Charaktere erleben, aber es ist gut, die wichtigsten Ideen für sich selber tiefer ausführen zu können. Einfach damit man selber als Autor alles vollständig versteht. Auch wenn Tolkien'sche Gründlichkeit hier etwas über das Ziel hinausgeht. Der zweite Abschnitt befasst sich mit Game Designern und ist deutlich ausführlicher. Einfach weil die Anforderungen sehr viel tiefer gehen. Der Autor muss sich primär um das Worldbuilding bemühen, soweit es seine Charaktere betrifft. Alles andere ist nicht unbedingt notwendig. Wenn der Spielentwickler eine Welt erschaffen muss, die tausende von Geschichten und Geheimnissen bereithält. Um ein Beispiel zu geben, ein Roman braucht nur einen großen Bösewicht. Eine Spielwelt braucht einen großen Bösewicht für jede Kampagne. Und jeder dieser großen, bösen, dunklen Herrscher braucht eigene Motivationen und Ziele und einen eigenen Hintergrund und so weiter und so fort. Zudem muss der Spieleentwickler jeden Teil der Welt zu einem gewissen Grad beschreiben.
Dinge, die in einem Roman nur erwähnt werden, wie die Ruinen einer vergessenen Stadt oder ferne Länder, müssen in einem Rollenspiel ausgearbeitet sein, weil die Spieler sich entscheiden könnten, an diese Orte reisen zu wollen. Grundlegend muss der Game Designer beim Worldbuilding zwei Dinge tun. Erstens muss er Details zum Setting und Ideen für Abenteuer liefern. Und zweitens muss er den Spielleiter und den Spielern ein Gefühl für die Welt geben, damit sie wissen, was in der Welt angebracht ist und was nicht angebracht ist. Der dritte Abschnitt befasst sich mit dem Worldbuilding als Spielleiter. Und hier haben wir im Grunde eine Mischung aus Autor und Game Designer. Spielleiter müssen zwar mehr von der Welt erschaffen als Autoren, weil sie mehr als eine Geschichte zu erzählen haben, aber sie müssen nicht so viel erschaffen wie Spieleentwickler, weil sie meist nur für ihre eigene Gruppe designen. Also lässt sich eingrenzen, was erschaffen werden muss. Außerdem können Spielleiter die Welt erschaffen und verändern, während die Kampagne schon gespielt wird. Denn genau wie ein Autor muss der Spielleiter den Spielern nur das zeigen, was ihre Charaktere erleben. Somit kann man die Welt außerhalb der Wahrnehmung der Charaktere relativ vage halten und das dann genauer definieren, wenn die Spieler sich dazu entscheiden, die Details erkunden zu wollen. Dieses spontane Worldbuilding hat den großen Vorteil, dass man die Spielwelt und die Kampagne an die Bedürfnisse der Spieler anpassen kann. Wenn das ursprüngliche Abenteuer den Spielern zu langweilig wird, weil sie nur Orks und Goblins bekämpfen, kann der Spielleiter entscheiden, dass der Dunkle Lord versucht, den Orden der Nekromanten auf seine Seite zu ziehen, um seine Armee mit Untoten zu verstärken, und die Spieler sollen das verhindern. Also haben wir endlose Kämpfe gegen Schwertfutter eingetauscht gegen das Intrigenspiel einer moralisch fragwürdigen Magiergilde. Eine weitere Besonderheit des Worldbuildings als Spielleiter ist, dass man einen Teil der Welt in der Hinterhand behalten kann, um es überall hinzusetzen, falls man mal einen Puffer braucht. Was in der Praxis so abläuft, dass die Spieler auf ihrem Weg zum nächsten Questpunkt auf ein Gehöft treffen, in dem ein panischer Bauer sie anheuern will, weil seine Kühe von Goblins gestohlen wurden. Je nach Level der Charaktere und Interessen der Spieler würde man das natürlich anpassen, aber der Hintergedanke ist, eine Nebenquest einzuwerfen, wenn man noch etwas Zeit braucht, um den nächsten Teil der Kampagne zu arbeiten. Eine weitere Methode, die in diesem Kapitel erwähnt wird, ist das Worldbuilding zusammen mit den Spielern. Dabei würden die Spieler Vorschläge machen, die der Spielleiter umsetzen würde. Diese Art des Worldbuildings setzt voraus, dass die groben Züge der Welt bereits existieren und dass die Spieler zwar den Lauf der Kampagne und die Details des Settings, aber nicht die grundlegenden Gesetze der Welt beeinflussen können. Und meiner Meinung nach ist dieses Vorgehen für traditionelle Systeme wie Dungeons & Dragons nicht im großen Umfang geeignet. Animated Spellbook hat ein Video zu dem Thema gemacht, in dem er Vorschläge macht, wie man diese Methode in D&D benutzen kann. Aber auch hier bezieht sich der Einfluss der Spieler ausschließlich auf den Verlauf der Kampagne und die Details der Welt. Meiner Meinung nach wäre diese Art des Worldbuildings für Systeme wie Monster Hearts besser geeignet. Einfach weil diese Systeme ohnehin sehr storylastig sind und damit die Entscheidungen der Spieler einen deutlich größeren Einfluss auf die Spielwelt haben. Und um uns vom Buch zu erfahren, reden wir jetzt über eine andere wichtige Frage, die ihr euch beim Worldbuilding stellen müsst. Wie tief wollt ihr gehen? Um zu erklären, was ich meine, gebe ich euch ein Beispiel. Die Weltkarte. In vielen Fällen werden Autoren einfach eine Weltkarte nach Lust und Laune zeichnen, die mehr oder weniger Sinn macht oder einfach cool aussieht. Aber einige Autoren richten sich nach den geologischen Regeln, denen unsere Welt unterliegt, um beispielsweise Klimazonen und die Positionen von Wüsten zu bestimmen. Und eine Handvoll Autoren geht sogar so weit, dass sie Plattentektonik und Kontinentaldrift berechnen, um die Form ihrer Kontinente und die vulkanischen Aktivitäten ihrer Welt zu bestimmen. Ich bevorzuge hierbei das Vorgehen der zweiten Gruppe. Man sollte seiner Fantasie genug Raum geben, um sich entfalten zu können, aber man sollte sich einfache Regeln vor Augen halten, um dem Endergebnis ein gewisses Maß an Realismus zu geben. Zudem ist zu beachten, dass die Erde zwar eine gute Vorlage ist, um genau zu sein, ist die Erde die einzige Vorlage, die wir haben, bei der wir wissen, dass die Dinge, die wir übernehmen, realistisch sind. Aber auch hier ist zu bedenken, dass Dinge nicht einfach in einem Vakuum existieren, sondern immer Ursachen haben und andere Dinge beeinflussen. Nehmen wir als Beispiel einmal eine meiner Lieblingswaffen, die Helebarde. Helebarden wurden entwickelt, damit leicht ausgerüstete und schlecht ausgebildete Fußsoldaten eine Chance gegen Gegner in Plattenrüstung haben. Das heißt, wenn es keine Plattenrüstung gäbe, beziehungsweise wenn die Rüstungen nicht so gut wären und so relativ häufig geworden wären, hätte es Helebarden in der Art nie gegeben, einfach weil sie keinen Sinn gemacht hätten. Genauso muss man darauf achten, dass Elemente, die von der Realität abweichen, sorgfältig behandelt werden müssen. Und dass man darauf achten sollte, welche Auswirkungen sie auf andere Teile des Settings haben. Um ein Beispiel dafür zu geben, gucken wir uns einmal Legend of Korra an. Korra hat viel falsch gemacht, vor allem in den ersten beiden Staffeln. Und es hatte einige, sagen wir, interessante Ideen zum Worldbuilding. Ein Beispiel dafür wäre die Rüstung der Polizei in Republic City. An und für sich sind die Rüstungen nicht wirklich ein Problem, bis man sich an das Intro der Serie erinnert. Wir haben ein Universum, in dem ein relativ großer Anteil der Bevölkerung Feuerbälle werfen kann und in dem Blitze zu verschießen häufig genug ist, um ein normaler Job zu sein. Also warum entscheidet sich die Polizei dafür, Rüstungen aus Metall zu tragen? Der erste Feuerbändiger, den die Typen treffen, wird ihm großflächige Verbrennung verpassen. Und Metall leitet Strom.
Außerdem gibt es noch Metallbändiger. Sogar so viele, dass sie ihre eigene Stadt haben. Und die Polizisten ziehen freiwillig etwas an, was ein Metallbändiger benutzen kann, um sie zu töten. Das Schlimmste ist, dass die Autoren das scheinbar gemerkt haben, weil Kuvira in der vierten Staffel die Metallkragen ihrer Soldaten benutzt, um Darth Vader zu imitieren. Und trotzdem hat sie selber Metall um den Hals, obwohl sie Krieg gegen eine Stadt voller Metallbändiger führt. Ihr seht, warum das Zusammenspiel dieser Elemente innerhalb des Settings nicht wirklich Sinn macht, oder? Natürlich könnte ich hier noch deutlich mehr erzählen. Aber im Grunde ist es einfach so, dass jeder für sich selber herausfinden muss, wie das Worldbuilding am besten funktioniert. Einige konzentrieren sich auf ein bestimmtes Thema und erfinden alles andere von diesem Punkt aus. Andere malen die Weltkarte und bestimmen, welche Völker wohin gehören. Und wieder andere machen hier und da ein wenig und verbinden dann alles später. Ich halte es gerne so, dass ich die groben Umrisse des Settings erstelle und dann schreibe ich Kurzgeschichten aus der Sicht von Charakteren, die innerhalb der Welt leben, oder schreibe In-Universe-Texte, um ein Gefühl für die Welt zu bekommen und zu wissen, wie alles funktioniert. Vielleicht ein wenig exzessiv, ja, aber es funktioniert für mich. Wichtig ist dabei, sich nicht in den Details der Welt zu verlieren und ewig an der Welt zu basteln, ohne dass sie jemals zum Einsatz kommt. Und natürlich auch, dass man sich nicht von Schreibblockaden oder Sackgassen aufhalten lässt.